Liebe Schwestern und Brüder, da ich und die anderen Priester wegen der Corona-Pandemie derzeit keine öffentlichen Gottesdienste mit Ihnen feiern können, möchte ich mich auf diesem Wege aus der Hauskapelle des Bonifatiusklosters Hünfeld melden. Hier in dieser Kapelle feiern wir täglich im Kreis der Klostergemeinschaft die Heilige Messe auch für Ihre Anliegen. Zudem versammeln wir uns wie gewohnt morgens, mittags und abends zum gemeinsamen Gebet. Zusätzlich beten wir in dieser Zeit der Krise täglich um 15 Uhr gemeinsam den Barmherzigkeitsrosenkranz, dem sich folgende Fürbitten anschließen. Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. Schenke den Verstorbenen die ewige Ruhe und erbarme dich der Hinterbliebenen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.